Ach Gottchen. Stay will eine Gewerkschaft gründen. Überschrift: Ich habe eine Streamer-Gewerkschaft gegründet. Ich bin ja Gewerkschaftsmitglied. Ich bin seit vielen Jahren Mitglied bei Verdi. Gewerkschaften sind auch gut und richtig. Ja, alle Räder stehen still, wenn ein starker Arm es will. Und Gewerkschaften, genauso wie Betriebsräte, gehören zum Teil der Tarifautonomie und sind auch Grundlage damit unserer Demokratie. Also Vertragsgleichheit und somit auch Rechte der Arbeitnehmer genauso wie Arbeitgeber. Also rein damit. Ich war gestern nicht da und der Grund, warum ich nicht da war, hat der ein oder andere unter Umständen schon im Podcast gehört. Wenn ihr den Podcast Alman Arabica hört, den ich mit meinem guten Kollegen Dekadent habe, dann habt ihr das unter Umständen schon rausgehört. Eine sehr spannende Folge, die ich wirklich nur empfehlen kann. Und was man am Ende der Folge gehört hat, ist das Thema, was ich jetzt habe. Ich habe gestern eine Gewerkschaft gegründet. Ja, das ist etwas, was man auf Twitch vielleicht so noch nicht gehört hat. Hold your horses, bevor ihr jetzt denkt, oh Gott, willst du jetzt sofort anfangen mit dem Waffenverkauf? Hast du einen Slingshot-Channel? Oh mein Gott, was ist los? Stopp. Also ich habe gestern, ich habe gestern die Zeit genutzt und einen Streamer-Interessenverbund, so nennt sich das, einen Interessenverbund gegründet. Der nennt sich DSK. Dachstreamer-Kollektiv. Dieser Interessenverbund. Bund steht als loser Zusammenschluss von Streamerinnen und Streamern, die Interesse daran haben, zur Verfügung, um einheitliche Positionen und Ideen kollektiv zu formulieren und an die Plattform, die einzige Plattform, die davon betroffen sein kann, Twitch, heranzutragen. Ich habe gestern genutzt, um Rahmenbedingungen zu schaffen, zu formulieren und mir so ein bisschen Gedanken darüber zu machen, wie das alles ablaufen soll, und das ist auch in vielen Zügen abgeschlossen. Also man kann sagen, das Grundmodell steht und ich habe die Möglichkeit, als Mitglied einem Interessenverbund beizuwohnen. Dafür gibt es allerdings Rahmenbedingungen. Rahmenbedingungen, die man logischerweise erstellen muss, um irgendwie auch klarzustellen, dass das um einen gewissen thematischen Bezug hat, dass es um Twitch geht, dass man im Kollektiv... Das hat einfach nur einen Verein gegründet, hat mit der Gewerkschaft jetzt nicht viel zu tun. Und Twitch ist ja auch kein Arbeitgeber. Das ist. Und natürlich dürfen wahrscheinlich auch nur die Leute dort mitreden, die Dekadent und Steam mögen. Als Antipathie miteinander arbeiten kann, und ich habe dazu auch ein Discord. Vielleicht brauche ich eure Hilfe dazu. Aber ich erkläre das gleich. Dieser Discord hat eine kleine Regelung. Ich fotografiere die mal ganz kurz für euch ab, die ich euch gerne mal vorlesen will. Was ist DSK? DSK steht für Dachstreamer-Kollektiv. Es handelt sich um einen losen Interessenverbund von Content-Creatern, deren Absicht es ist, durch ein einheitliches und gemeinschaftliches Auftreten gegenüber Twitch Kommunikation zu bündeln. Das Ziel ist es, durch dieses... möglichst viel Geld zu verdienen, und Stay ist ja sauer, dass er weniger Geld verdient. Gemeinsame Auftreten, Interessen besser zu kommunizieren und abzubilden. Wie kann man Mitglied werden? Für eine Mitgliedschaft qualifiziert sich, wer durchschnittlich 50 Zuschauer auf Twitch besitzt und mindestens 10 Wochenstunden streamt. Eröffne dazu, und jetzt kommt blablabla, muss man ein Ticket eröffnen, eintragen, und dann wird man hinzugefügt. Was machen DSK-Mitglieder? Als DSK-Mitglied kannst du deine Stimme in einem demokratischen Prozess einbringen, um Statements und kollektive Haltungen der Gruppe mitzubestimmen. Diese sollen Positionen des Interessenkollektivs widerspiegeln, um diese klar nach außen an Twitch zu kommunizieren. Wie kann ich mich als DSK-Mitglied einbringen? Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, Abstimmungen zu gewissen Themen, in Klammern auf Twitch bezogen, einzubringen und vollkommen anonym abstimmen zu lassen. Einfach ein Ticket eröffnen und abschicken. Muss ich jetzt streiken und darf nicht streamen? Ich mache mal so Überschriften. Nein, es geht nicht darum, Mitglieder dazu zu nötigen, ihren Stream aus Protest stillzulegen. Wir versuchen, durch eine gemeinsame Abstimmung ein einheitliches Auftreten gegenüber Twitch möglich zu machen. Richtig. Ja, der Gedanke ist ja nicht dumm.
Der Gedanke ist ja nicht dumm. Das Problem ist aber halt, dass halt, wenn dann direkt so eine toxische Person dort ist, wie Stay, der ja mit allerlei negativen Sachen schon aufgefallen ist und auch nicht der sozialste Mensch der Welt ist. Ich würde ihn sogar als unsozial bezeichnen in seinem Auftreten und in seiner Egozentrik. Dass das dann schwer wird, dort vernünftige Menschen drunter zu bündeln. Und warum sollte es Twitch interessieren? Ich meine, jemand wie Stay ist ja relativ klein. Und ich bin nur ein Zehntel von Stay. Also genauso klein. Und der Sidekick von Stay, also Dekadent, ist ja auch klein. Ja, Stay ist ja bekannt als Ausgrenzer. Also ich sehe nicht den möglichen Erfolg vor dem Hintergrund, dass Twitch sich dann auch sagt, ja, dann geh halt. Die verbessern es ja jetzt gerade. Die basteln ja wieder an diesem Partner Plus, für das ich mich gar nicht qualifiziere. Da muss man irgendwie 350 Subs im Monat haben, und zwar wiederkehrende Subs, also nicht gifted Subs, sondern man muss auch wirklich Subs haben. Das habe ich bei weitem nicht. Und ich bin auch kein Partner. Also, wenn dort ein Montana Black reingehen würde, ein Elias, ein Trimax, diese drei, dann wird es relevant. Ja, dann wird Twitch sagen, okay, da schauen wir uns mal an. Aber solange diese drei nicht drinnen sind, wird Twitch sagen, ja, gut, schönen Tag noch. Nächster Punkt. Listen. Aber ich mag diesen Streamer nicht. Für Auseinandersetzungen und Konflikte ist das hier der falsche Ort. Dieser Interessenverbund steht für ein Gemeinsam und Miteinander, obwohl es natürlich Meinungsverschiedenheiten und Unterschiede geben wird. Jedes Mitglied hat eine Stimme und kann auf die Außenwirkung Einfluss nehmen. Gelebt. Wenn das so gelebt wird, dann ist das auf jeden Fall ein Schritt in die Richtung, dass dieses Ding nicht gleich in den Bach untergeht. Die Demokratie. Ich bin kein Streamer, aber möchte euch unterstützen. Was kann ich tun? Vielen Dank für dein Engagement. Wenn du uns unterstützen willst, dann kannst du unseren Discord-Einladungslink, der unter dem YouTube-Video, was hier gerade entsteht, verlinkt wird, gerne deinem LieblingsstreamerInnen zur Verfügung stellen und sie auf dieses Projekt aufmerksam machen. Ich hoffe, dass ein ganz loser Verbund einfach dafür sorgt, dass man sich in diesem Zusammenhang unter Umständen erstmal guckt, ob es dafür Interesse gibt. Ich habe nicht den naiven Anspruch, jetzt hier irgendwas Weltbewegendes zu schaffen. Ich möchte jetzt... Ja, wird ja wieder vernünftiger. Warum wir jetzt nicht ganz schlecht reden? Wenn das jetzt wirklich so neutral ist und man will einfach mal reinriechen in die Community, was funktionieren könnte, ja, dann gibt es auch keinen Grund, das gleich negativ zu sehen. Wie ich immer gerne sage, der Versuch ist der erste Schritt zum Scheitern. Nein, er tut ja keinem was damit. Und wenn es funktioniert, ist es schön für alle. Und wenn es nicht funktioniert, tut es keinem was. Dementsprechend, am Anfang dachte ich mir, oh, das wird wieder so eine Ego-Tour, weil ich beide erkenne von ihrem Charakter. Aber wenn das jetzt in die Richtung geht, dann kann das dann doch ganz fruchtbar sein. Und das mit dem Ausgrenzen mit den 50 Zuschauern, das hat aber auch seinen Sinn. Das verstehe ich komplett. 50 Zuschauer, damit bist du so zwischen Partnerqualifikation und Affiliate. Und damit sind die Leute gemeint, die auch wirklich ernst streamen und nicht nur mal so gelegentlich. Und auch diese 10 Stunden finde ich vollkommen richtig, weil du ansonsten auch eine riesige Menge an Leuten hast, die halt keine Ahnung vom Thema haben. Und wenn dort jeder ankommt, jeder Hansschwanz, der einmal seine Logitech-Kamera angemacht hat, dann ist das Ding sofort kaputt. Also ich finde die Hürden sogar noch relativ klein. Also die sind schon sehr niedrig. Finde ich okay. Danke an der Gallier für den Sub. Ich darf Sie nur hereinlassen, wenn Sie Mitglied sind. Wir sind Mitglied, ohne Admin zu hohe Stimme. Ja, mit 50 Personen und 10 Stunden pro Woche, nicht einmalig. Nochmal zurück. 50 Personen und 10 Stunden
hat man keine Ahnung. Das würde ich jetzt nicht sagen. Also du musst dir ja schon ein bisschen Community aufgebaut haben, um 50 Zuschauer im Schnitt stabil zu haben. Da darfst du nicht ganz so scheiße sein. Und das ist dann auch okay. Und wenn du 10 Stunden in der Woche streamst, das heißt, jeden Tag so 1,5 Stunden, dann ist das auch okay. Finde ich okay. Klar, dass die Abstimmungen nicht ganz anonym sein können, scheiß drauf. Wir reden ja hier auch nicht vom Parteienrecht. Das ist ja auch hier keine Vereinsrechte oder irgendwas, wo formaljuristisch alles perfekt sein muss. Es ist ja eine Vorstufe eines möglichen Konstruktes, was auch wirklich was bewirkt. Auch nicht so. Und Borkin, ja, ich habe 3 Jahre durchgestreamt. Ja, aber dann machst du das halt auch für dich. Und es gibt halt Leute, es geht ja, also nochmal, ich muss da unterbrechen, weil ich den Chat halt lese. Hier geht es ja auch um eine Interessenvertretung von den Leuten, die damit auch Geld verdienen und die das auch als Nebeneinnahme oder als Hauptberuf sogar sehen. Das hast du ja mit Sicherheit nicht gesehen, Borkin. Wenn du 3 Jahre mit 10 Zuschauern gestreamt hast, dann ist das für dich eine Sache, die dir Spaß macht und das auch schön ist. Aber du machst das ja nicht, um Subs zu verdienen oder Donations oder irgendetwas. Oder die Partnerschaft anzustreben. Und hier geht es halt darum, um die Vertretung, vor allem der Affiliates. Er hätte auch sagen können, man muss Affiliate-Status haben. Dann wäre es nochmal niedriger, aber ich finde das schon so ganz okay. Er hätte auch sagen können, nur Partner. Wäre auch okay. Sagen, jetzt wird hier aufgeräumt, das ist es gar nicht. Ich glaube, dass wir letzte Woche, die Woche, in der Twitch fast so viel Werbeverbote ausgesprochen hätte, dass es nahezu jeden Streamer getroffen hätte, ob nun klein oder groß. Das stimmt auch und da stand ja auch drin, dass man keine politischen Streams in irgendeiner Weise machen soll, damit hast du auch direkt alles weg, dann ist Twitch nur noch Rotz. Gerade die politischen Streams machen ja die Plattform interessant. Ich denke, dass uns diese Woche gezeigt hat, dass man zumindest versuchen kann, sich abzustimmen. Das ist kein Versprechen, ob es was bringt. Das ist kein Streikaufruf. Das ist nichts, was in diesem Zusammenhang erstmal zu extremen Richtungen führt, sondern das ist einfach nur der Versuch, kollektiv aufzutreten. Streamerinnen und Streamer. Take aim. Ich darf Sie nur reinlassen, wenn Sie Mitglied sind. Glaubt jemand? Wir sind Mitglied, ohne eine hohe Stimme. Versteht er sich ja nicht. Ja, natürlich. Twitch mag darüber lachen. Also erstmal am Anfang ja. Aber wenn ich jetzt ein bisschen länger drüber nachdenke, stell dir mal vor, wenn das wirklich so ein lockerer Verbund ist und da sind dann vielleicht 1000 Streamer drin, dann lacht Twitch halt nicht so, weil es dann auch merkbar ist. Gewerkschaften haben auch so angefangen. Deswegen im Nachhinein mit der Überschrift, ich habe eine Streamer-Gewerkschaft gegründet, ist es ja gar nicht falsch. Am Anfang hat man die Gewerkschaften auch ausgelacht, bis dann alle Mitglied waren und dann gab es ein Problem. Also für die Arbeitgeber. 1800. Und wir haben da eine Vorwahl getroffen, die sich unserer Meinung nach oder meiner Meinung nach, und das wird auch noch angepasst, in der ersten Instanz dafür qualifizieren. Da stehen 50 Zuschauer zur Debatte. Und 10 Stunden wöchentlich, das steht auch noch aus, ob und wie das geändert werden soll. Aber ich möchte jetzt einfach erstmal nur Rahmenbedingungen auslegen, die später dann nochmal besprochen werden. Am Ende des Tages ist es nicht meine Intention, das alleine zu entscheiden. Es ist nicht meine Intention, hier irgendeinen Mob anzuführen. Es ist nicht meine Intention, irgendwelche Proteste zu organisieren, sondern ich möchte erstmal nur die Leute zusammenholen, die denken, dass es eine gute Idee ist, sich abzustimmen. Und der Grund, warum es besonders interessant ist, ist, weil ich herausgefunden habe, dass man für das Wort Union oder Unionize im Streamchat vom Geschäftsführer von Twitch automatisch einen Timeout erhält. Wäre also wirklich schade, wenn das mit ein Anlass sein kann, dass sich tatsächlich Streamerinnen und Streamer organisieren. Ja, wenn das so ist, hat Twitch gerade selbst den Anlass gegeben. Schöner Streisand-Effekt. Dieser Aufruf gilt jetzt nicht nur für Content-Creatorinnen und Content-Creator, sondern einfach auch grundsätzlich für Interessierte, die sich diesem Thema irgendwie anschließen wollen. Im Chat, ich bin nicht der Geschäftsführer von Twitch, Leute, schreib's hier nicht rein. Ich bin nicht der Geschäftsführer von Twitch. Ich
bin auch nicht der Vorstandsvorsitzende. Ich mag dafür qualifiziert sein und ich sehe mit Sicherheit besser aus, aber ich bin es nicht. Die sich da einlesen wollen, die sich abstimmen möchten. Es ist kein Aufruf, irgendwas zu sabotieren. Es ist einfach nur die Idee, und ich möchte das ganz, ganz klar machen, sich untereinander in eine Richtung zu bewegen. Und ich glaube, und ich wiederhole das in diesem Zusammenhang nochmal, wir haben letzte Woche, also in der Woche vom, das ist glaube ich die, Moment, das kann ich fast sagen, die 23. Kalenderwoche. Wir haben in der 23. Kalenderwoche gemerkt, was passiert, wenn es nur nach Twitch geht. Und man kann ja vielleicht irgendwie ein Eisen im Feuer haben. Ja, vielleicht. Das, was ich gesagt habe, meine ich vollkommen ernst. Es geht hier nicht darum, Leute auszuschließen, die in irgendeiner Form Antipathien gegen mich oder irgendjemand anders haben. Es geht nicht darum, untereinander Antipathien weiter anzufeuern, sondern es geht hier einfach darum, eine klare Absichtserklärung zu erschaffen, die nichts mit Antworten auf Antworten auf Antworten von Reaktionsvideos zu tun hat, die nicht mit "aber du hast über mich gesagt" zu tun hat. Das steht alles über dem. Man muss. Finde ich gut. Also ich, je länger ich das Video sehe, desto weiter man kommt, desto mehr schwinden meine Vorurteile der Sache gegenüber. Man muss kein Partner sein, man muss kein Affiliate sein. Die einzigen Rahmenbedingungen, die erstmal geschaffen wurden, sind diese Zuschauerzahlen. Aber auch das steht zur Debatte und es wird auch abgestimmt. Wir haben ein Abstimmungsverfahren, wir haben all diese Dinge schon jetzt in Kraft, dass man sagen kann, hey, wenn Streaming etwas ist, was du machst, wenn du schon lange streamst, wenn du dich nicht repräsentiert fühlst, wenn du denkst, dass es cool wäre, sich mit Leuten, die ähnliche Sachen machen, zusammen abzustimmen, wenn du dich als DSK, so nennt sich das, Dachstreamer-Kollektivmitglied, bewerben möchtest, dann kannst du das gerne tun. Es gibt erstmal Modalitäten, die da erfüllt werden müssen. Und wenn wir genug Leute haben, wenn da genug Leute Interesse haben, es kann auch scheitern. Ich will gar nicht sagen, dass das jetzt hier in Gold gegossen ist oder irgendwie jetzt hier in Stein gemeißelt. Wenn das funktioniert, cool. Wenn das nicht funktioniert. Affensänger, danke schön. Danke für den Resub. Auch cool. Ich habe es dann zumindest versucht oder man hat das versucht. Und ich möchte das auch teilen. Also wenn ihr kein Streamer seid, dann könnt ihr das eventuell respektvoll, ich meine respektvoll, an potenzielle Mitglieder rantragen und die können sich dann gerne melden. Das geht nicht von mir aus, ich bin hier keine Verwaltungskraft, das möchte ich auch nicht sein. Ich sage das nochmal ganz ernsthaft, ich bin genauso nur ein Mitglied wie alle anderen potenziellen Mitglieder auch. Natürlich, sonst hätte er ja eine viel höhere Stimme. Ach, Gott. Ich habe keine größere Stimme, jeder hat ein... Okay, das kam jetzt unpassend. Eine Stimme, jeder kann abstimmen, jeder kann entscheiden, wie das Kollektiv sich positioniert. Und wenn das Kollektiv eine Position zu einem gewissen Thema haben soll, kann man das auch einbringen. Es gibt keine Mitgliedsbeiträge, es gibt keine Geldvoraussetzungen, es gibt keine Kasse, sondern es ist ein loser Zusammenschluss von Interessierten, die im Verbund agieren. Es gibt auch erstmal keinen Vorstand, all das ist etwas, das das Kollektiv entscheidet. Das ist, was ich gestern gemacht habe. Das haben wir aufgesetzt. Das ist jetzt in seiner Rohform auch da. Und ich werde dazu jetzt auch dieses Video hochladen. Der Link ist dazu in der Beschreibung, wenn ihr Interesse daran habt. Wenn ihr das Streamerinnen und Streamern vorschlagen wollt, könnt ihr den Link direkt nehmen. Es ist ein permanenter Einladungslink auf Discord. Und dann kann man das gerne teilen. Aber es sind auch Leute logischerweise eingeschlossen und willkommen, die jetzt nicht streamen. Ne? Es geht jetzt auch darum, wenn man als Zuschauer Interesse an sowas hat, kann man das gerne machen. Es ist aber schon eine klare Eingrenzung der Themen oder des Sachbezuges. Da geht es jetzt nicht darum, dass man irgendwie einen tummeligen Discord hat. Man kann sich da natürlich auch austauschen, sondern es geht einfach um die Frage, wie Streamer im Kollektiv und Streamerinnen im Kollektiv. Tobias, da kommt aber nichts rum. Ja, aber das macht ja nichts. Nochmal. Wenn nichts rumkommt, ist es doch egal. Wenn was rumkommt, ist es gut. Also das sehe ich halt gerade nicht als Argument. Also, man soll es einfach versuchen. Viele Menschen haben schon gesagt, das und das kannst du nicht machen. Bis es halt doch jemand gemacht hat und ja, dann haben sie da dumm geguckt. Zu Entscheidungen und Positionen von Twitch sehen, zu Terms of Service Situationen und allem, was man hat. Beispielsweise, um es rein fiktiv zu machen, wenn das Kollektiv
scheiße findet, dass alle Streamer nur 50-50 kriegen und das Kollektiv sagt, ich finde, das Kollektiv würde es viel, viel besser finden, wenn alle Streamer 70-30 kriegen, verteilt ab so und so, sobald es monetarisiert wird oder irgendwas mit den Terms of Service, Multicasten finde ich nicht so geil, das kann das Kollektiv alles machen. Das steht dann halt zur Debatte. Also, fasse ich zusammen, eigentlich haben wir sowas wie eine Gewerkschaft gegründet. Ist das jetzt eine Gewerkschaft oder nicht? In einem freien, freiberuflichen Sektor gibt es keine Gewerkschaften, außer, also es gibt es doch, aber unter Rahmenbedingungen, viele von diesen Gruppen heißen Interessenverbünde. Also die heißen Verbünde. Beispielsweise der Freie Verbund von Apothekern, die sich heute dazu entschieden haben, die Apotheken zu schließen, um auf Missstände in dem Pharmabereich aufmerksam zu machen. So. Dennoch die ernst gemeinte Frage, was macht ihr mit Extremstreamern, egal ob links oder rechts oder sonst was? Gar nichts. Solange die Terms of Service von Twitch deren Existenz auf der Plattform Stream Twitch erlauben, sind sie legitimiert, sich für den Interessenverbund, solange sie die Rahmenbedingungen erfüllen, einzutragen. Damit kommt auch vorbei. Kuss. Ja, finde ich gut. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich jetzt ein Video habe, wo ich mal wieder mich auskotzen kann über Stay. Schade. Gibt nicht so viele Klicks. Aber ich muss irgendein Clickbait-Thumbnail dafür nehmen, damit die Leute denken, jetzt kotzt er richtig ab, jetzt geht's rund. Hoch greift Stay an wegen seiner Gewerkschaftsidee. Ja, ja, ich werd irgendwas Gottloses als Thumbnail machen. So richtig ekelhaft. Ich brauche Klicks. So ist es. Ja, was ist eure Meinung dazu? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Der DSK-Discord, den schaue ich mir gleich mal an. Auf Mutter gehe ich nicht. Nein, das wäre dann... Was für eine Community habe ich hier? Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, lasst ein Like da und besucht mich auf Twitch.